als ich geguckt habe, wann das Stück entstanden ist und festgestellt habe, 1820, da war Beethoven mit seiner 9. Symphonie noch nicht fertig. Das ist früher als Beethovens Schlusswerk sozusagen. Und an manchen Stellen klingt Schubert an. Ne? Gibt es so eine Stelle, wo es in einer Begleitfloskel da so... Und ich dachte, das klingt nach dem Erlkönig. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind, wo es ja auch so ein bisschen unheimlich ist. Und dann stellte ich fest, nee, der Erlkönig ist aber später entstanden als der Freischütz. Und das wahrzunehmen und in diesen Kontext einzubinden der Musikhistorie, das war für mich eigentlich der spannendste Prozess. Ihr Scheitern und ihr Gelingen, ihre Auseinandersetzung miteinander. Interessant ist, dass zum Beispiel dieses Liebespaar Max und Agathe überhaupt nicht gut miteinander klarkommen. Sie haben einen Dialog miteinander, aber ansonsten gibt es, die haben überhaupt keine Berührungspunkte. Anders übrigens als Ännchen und Agathe und auch Max und Kaspar. Wenn man nun Kaspar nicht als repräsentativ des Bösen an sich betrachtet, sondern eher als genauso einen Außenseiter, der auch Max ist. Zum anderen finde ich ganz spannend die Beziehung zwischen dem Kollektiv, das ist der Chor in der Regel, und dem Individuum. Was bedeutet das, wenn jemand nicht mehr funktioniert? Was bedeutet das, wenn jemand auf einmal nicht mehr seine Sachen auf die Reihe bekommt? Wie verhält sich der Chor? Wie brutal ist das Kollektiv? Wie geht es mit Außenseitern um? Muss das begreifen, was der da geschrieben hat und möglichst gut zur Aufführung bringen und dann knallt das schon von ganz alleine. Was mich daran fasziniert ist, dass eben dieser Freischütz, auch wenn er aus dem Jahre 1820 ist, ja andererseits unglaublich nach vorne kommt. Also wo hat Richard Wagner seine Leitmotivtechnik her? Hier kann man sie hören, Diabolus in Musica. Ja, genau dann kommt Samiel hervor oder wird an ihn gedacht oder er tritt auf. Allen Ebenen, auf allen Machtebenen, ob das der Eremit ist, der am Schluss kommt, ob das auf einer politischen Ebene ist, mit dem Ottokar vorne dran, ob das in der Beziehung ist zwischen Mann und Frau, strukturelle Gewalt als das verbindende Glied der Gesellschaft. Ich möchte gerne erkennen die Verklemmtheit dieser Zeit, nicht reden können über Sexualität, über Gefühle, dieses Erfolg oder dieses Mann sein müssen und dieses daran scheitern. Also das, finde ich, sind die Themen. Wir versuchen schon, auch die surreale Kraft, die dieses Stück hat, abzubilden. Wie gesagt, nicht so sehr der Spuk, nicht so sehr das, was da von außen sozusagen an Spuk einbricht auf die Figuren. Was träumen die Figuren? Was passiert in ihrem Innenleben? Was passiert in Max? Wie bekomme ich das Innenleben von Max auf die Bühne? Seine Visionen, seine Albträume?